Hallo Freunde, heute mit einem etwas anderen Video von mir. Ich habe hier zwei fleischfressende Pflanzen und weil der Winter naht, gibt es einen Insektenmangel und ich muss die Pflanzen selber ernähren. Auch hin und wieder mal mit meinen Körperteilen. Heute nehme ich euch mit auf die Fütterungstour. Los geht's! Ich habe hier eine Mücke gefangen und es ist das perfekte Futter für die Pflanze. Oh, die ist mir entwischt. Da habe ich die. Los Bigfoot, sag ah. Lass dir schmecken. Schaut mal, die Mücke bewegt sich noch. Diese Pflanze hat in den letzten Wochen genug zu futtern gehabt, deswegen sieht sie noch gesund aus. Doch wenn die nichts zu mampfen bekommen, sehen die so aus. Hier habe ich eine Spinne und sollte jemand meinen Tierquäler, dann fragt euch mal, was in den Dosen für Hund- und Katzennahrung ist. Hier habe ich die größte Spinne für heute. Sieht irgendwie tot aus. Oh, nein, weg ist die. Das steckt hier. Das hier, Freunde, ist der Kreislauf des Lebens. Damit Bigfoot leben kann, müssen die Tierchen aus dem Keller ihr Leben dafür lassen. Die Pflanze hat Hunger, ich habe aber keine Insekten mehr. Klick, klick, klick. Dann bekommt die meinen Wurstfinger. Ah! Freunde, es tut so weh. Mein Finger ist weg. Und das ist das Monster, das es mir angetan hat. Das ganze Maul noch voller Farbe, voller Blut. Und meine YouTube-Karriere ist vorbei. Ich brauchte nur noch 30 Cent von YouTube Money und könnte mir ein Energy Drink kaufen. Doch was jetzt? Wenn ihr so eine Pflanze wollt, die eure Finger abbeißt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ansonsten teile das Video mit deinen Freunden und wenn du keine Freunde hast, abonniere den Kanal und wir werden Freunde. Ciao.